Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich heute durchstarten mit der ersten Folge von meinem Leveling der Kul'Tirana. Und dazu habe ich mir die schon einmal freigespielt in, ja, ich glaube, das hatte ich auch aufgenommen in dem kurzen, naja, kurzes Video, ich glaube eine Dreiviertelstunde dauert die Prequest von den Kul'Tiranern. Und heute will ich mir den kurz erstellen und schon mal ein bisschen durchstarten. Und dazu starten wir auf Level 20 und ich habe mir überlegt, dass ich mir einen männlichen Kul'Tiraner bastel, und zwar einen Druid, wie ihr hier seht. Denn es gibt ziemlich coole neue Druid-Gestalten und ich bin jetzt am überlegen, mache ich mir einen dunklen oder mache ich mir einen hellen? Also ich glaube, so einen ganz dunklen will ich mir jetzt nicht machen. Ich glaube, ich mache so was Mittelmäßiges. Ja, der hat irgendwie so ein bisschen einen Gelbstich, ne? Ach komm, nehmen wir den mit ein bisschen Gelbstich. Sollen wir uns einen bösen machen? Kann mir einen machen, der so ein bisschen vernarbt ist. Oh ja, warte mal, da muss ich mir doch eine andere Hautfarbe nehmen. Dann machen wir uns so einen ganz bösen. Moment. Hier, dann machen wir den ganz hellen. Machen den möglichst böse aussehend. Das passt. Nee, komm, Glatze machen wir nicht. Was haben wir denn hier? Oh, das ist so ein bisschen Redneck-mäßig. Oder wenn ich dem einen roten Bart gebe, gibt es einen roten Bart? Ich so einen richtigen Redneck machen? Nee, aber es gibt nicht so. Es gibt so ein dunkleres Rot, aber nicht so ein Dings, ne? Obwohl. Na, nee, ist eher bräunlich. Was haben wir denn da noch? Bärte? Sieht halt so dumm aus, keine Ahnung. Jetzt schauen wir mal, was. Komm, wir machen so einen Vollbart, aber dann nehmen wir keine schwarzen Haare, sondern. Da muss ich mir was anderes. Dann machen wir sowas. Und machen ihn doch ein bisschen anders. Moment. Dann mache ich doch nicht so einen bösen. Ich hab mir das gerade anders überlegt. Blacktila, nee, wir machen uns keinen, wir machen uns doch nicht so einen bösen. Machen wir doch ein bisschen netteres Gesicht. Machen wir uns so ein, oder? Muss ich mir bloß noch mal überlegen, machen wir doch eine andere Frisur, halt nicht Frisur, sondern hier Haarfarbe. Ich könnte auch so in die Richtung gehen. Oder so ein Holzfäller-mäßiges Ding. Blond hat auch mal was. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Char, der blond ist, ne? Oder das hier? Ach komm, das ist gar nicht so schlecht. Nehmen wir das, oder? Was meint ihr? Der ist doch süß. Ja, alles klar. Wenn du ihn süß findest, dann ist ja schon mal alles gut. So, ich glaube, den nehmen wir jetzt mal so. Jetzt schauen wir mal. Wie nennen wir ihn? Sollen wir ihn Drustela nennen? Geht das? Bäm, Drustela geht. Was sagt der? Kul'Tirana wäre auch cool gewesen, aber Drustela ist auch eigentlich, finde ich auch ganz gut. Der Name hat für mich jetzt gewonnen. Und wenn es ist, dann mache ich mir einen neuen Charm. So, okay. Dann loggen wir mal ein. Oh, ich hätte den Sound lauter machen sollen. Fällt mir gerade ein, weil ich das Startding natürlich jetzt auch nicht kenne von den Kul'Tirana-Menschen. Sieht gut aus, oder? Passt. Sonst kannst du beim Friseur die ja immer noch ein bisschen umgestalten. Also von dem her sollten wir ja da hinkommen. Jetzt schauen wir einfach mal. Oh, lädt aber ganz schön lange hier. Oh, ich darf jetzt wieder alles einstellen, ne? Oh, jetzt kommt's. Okay, jetzt habt ihr das wahrscheinlich nicht so richtig gehört. Und zwar habe ich die Sounds hier wahrscheinlich zu leise gehabt, ja. Da war, die Musik war zu laut im Gegensatz zu den Sounds. Also ich habe jetzt extra mein Headset ein bisschen lauter gedreht, dass man es hört. So, jetzt muss ich das kurz umbasteln alles. Bevor wir das aber machen, mache ich jetzt hier unter Dungeon Schlacht, nee, unter Benutzer definiert schon mal eine Tela-Gruppe auf. Wenn ihr Bock habt, Hicks... Joint da einfach rein und
könnt mir ja schreiben, wer ihr vom Stream seid oder so, ob ihr ins TS gehen wollt oder nicht. TS wäre immer positiv, dann kann man sich ein bisschen besser absprechen. Am besten halt keine Leute, die irgendwie 5 sind, ja. So volljährig wäre mir schon ganz lieb. Gut, jetzt basteln wir hier einmal. Okay, welches muss ich denn nehmen? Ah, schau mal, das. Dann tun wir das schon mal wegschmeißen. Gut, Profil haben wir schon mal. Ja, du musst am Anfang immer einen Haufen Sachen einstellen. Und dann gucken wir. Nee, queut euch einfach rein. Ich lade dann die Leute zusammen. Was ist denn das hier? Holt aus und entfernt dann einen ganz mächtigen Gegner. Schwingen. Gut, das ziehe ich mir jetzt hier mal hinten rein. Jetzt muss ich erstmal hier so ein bisschen klar Schiff machen. Und dann kann ich die Leute zusammen. Holy shit! Ich hätte jetzt mit 5 oder 6 Leuten gerechnet. Wie viele sind das? 10, 15, 20? Ja, Leute, ich kann 4 einladen, ne? Das ist euch klar. Also, ich schau gleich. Sorry, Leute, ich hätte gern jeden mitgenommen, aber also das seht ihr, ne? Das wird nicht funktionieren. Das sind zu viele Leute. Gut, egal. Ich mache mir jetzt erstmal kurz mein Gear und dann lade ich die Leute ein. Dann gucken wir, wer wer ist. Und wir können ja auch ein bisschen durchwechseln oder so. Ich weiß nicht. Das kriegen wir sicher hin. So. Jetzt muss ich. Oh, ich muss mir das Zeug noch rüberschicken. Fällt mir gerade ein. Wir ziehen jetzt erstmal das Gear an. Machen jetzt mal eins nach dem anderen. Ich bin jetzt gerade eine Eule, wie ihr seht. Nice one. Das kann ich leider noch nicht anziehen, ne? So. Nehmen wir das noch mit rein. Tentakel-Trinket ist immer gut. Hier, Tentakel-Trinket. Dann brauche ich noch meine Ringe. Eins, zwei. Den zweiten und den Hals brauche ich tatsächlich auch noch. Warte. Wir könnten uns eigentlich auch mal diese neuen Trinkets angucken, ne? Da gibt es da. Und auch den neuen Rücken, ne? Mit anderen Stats drauf. Der hat Versa und Dings. Na gut, der ist Horde. Weil hier weiß ich noch gar nicht, ob die so gut sind. Hol die Anti. So, warte mal, jetzt muss ich nicht freigeben machen. So. Also erstmal muss ich die Leute einladen, die. Warte mal, Nati, bist du jetzt noch am Start? Dann lade ich dich ein, weil dir hatte ich versprochen, dass ich mit dir level. Ist mir gerade so eingefallen, hust, hust. Dann muss ich dich nämlich auf jeden Fall einladen, weil den, wo ich das schon mal versprochen habe, ne, das geht natürlich dann vor, ist klar. Ja, dann, warte. Dann bist du das hier, oder? Okay, also Nati muss ich auf jeden Fall schon mal einpacken. Der habe ich es versprochen. Dann, warte mal, ich muss mir hier ein neues Fenster machen. Aber noch 2 Minuten bis Ablauf, okay. So, warte mal. Ah, schau mal, warte mal. Ihn muss ich auch mitnehmen. Er hat mich gestern durch Inseln gezogen. Sorry, ne? Da muss ich schon mal Prioritäten setzen. So, und jetzt muss ich mal gucken. Wer ist er hier? Den habe ich. Plan. Du musst auch mit, okay. Du bist Level 50, okay. Ja, weiß ich nicht. Jetzt, irgendwie ist das unfair. Wen soll ich jetzt einladen? Schreibt mir mal, wie alt ihr seid und ob ihr ins TS geht. Schreibt mich einfach an, dann kann ich euch mit einladen. Habe ich jetzt die ganzen Sachen rausgezogen? Halt, nee, ich bin Eule. Ja, ich muss ja erstmal hier auf den richtigen Speck. Du hast schon ganz früh gefragt. Ihr könnt euch ja dann nochmal queuen. Es ist jetzt ein bisschen unfair. Ich kann jetzt halt. Also ich habe jetzt einen. Ich habe jetzt quasi 2 DDs. Ich bin Tank, dann brauchen wir einen Heiler. Und dann brauchen wir einen Dings.
laden wir vielleicht erstmal noch einen Heiler. Also wir haben zwei Heiler, welchen soll ich einladen? Einen habe ich auf der Friendlist. Aber ihn kenne ich, glaube ich, auch. Ihr könnt euch ja gleich nochmal. Könnt euch ja gleich nochmal queuen, dann kann ich gucken, wen ich einlade. Hier habe ich übrigens jetzt die coole Druss-Gestalt. Ja, ihr könnt euch ja gleich nochmal anmelden. Okay. Jetzt schauen wir gleich mal. Du bist auch Heal, okay. Da haben wir noch einen Heiler. Ein paar DDs haben wir auch noch drin. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Wir können ja ein bisschen durchswitchen, machen wir es so, dann ist es, glaube ich, am gerechtesten, oder? Dass wir los können. Du bist DD, schreib mich an. Kannst eh nur 10 Level, ja, das ist richtig. Wer ist er hier? Jetzt schaue ich mal jeden, der mich angeschrieben hat. Warte, ich muss mir erstmal ein Fenster machen, dass ich das sehe. Neues Fenster erstellen für Whisper. Dann sehe ich das nämlich besser, weil jetzt habe ich den ganzen Handelschannel-Spam hier auch noch drin. Wer mich jetzt angeschrieben hat, sehe ich nicht. Muss, ja, müssen nicht, ist es halt angenehmer, ne? Wenn wir noch mit dem TS sind, dann ist es alles ein bisschen easier. Du bist 14, okay. Ja gut, prinzipiell ist es jetzt auch kein Problem. So, jetzt habe ich. Also. Bist der eine. Den kann ich schon mal einladen noch. Dann laden wir jetzt hier. Laden wir dich mal ein. Du bist auf der Friendlist. Und wen haben wir jetzt noch? Dann können wir ja noch einen DD einladen. So, wir machen es jetzt einfach random, keine Ahnung. Dieser Held kann sich der Gruppe nicht anschließen. Wen kann ich nicht anschließen? Ach, da wollte sich einer persönlich einladen. Okay. Gut, dann können wir jetzt. Was haben wir denn? Wir haben jetzt quasi einen Mage, einen Priest, die Idee. Wir bräuchten noch einen Melee am besten, ne? So ein Melee wäre was. Welchen nehmen wir denn dann mit? So ein Warrior. Ein Rogue ist, glaube ich, kacke im Low Level. Ich könnte einen Paladin mitnehmen. Solchen. Alter 6. Ach so, schau mal, der hat sogar sein Alter hier reingeschrieben. Mit TS. Ich habe die Levelhosen vergessen, schreibt mir gerade einer. Ja gut, komm, dann nehmen wir einen Pala noch mit. Gut. Wir gehen jetzt erstmal so, wir switchen aber nachher nur durch, okay? Wir switchen dann nachher nur durch, machen wir es so. So, jetzt haben wir zumindest schon mal 5 Leute zusammen. Jetzt hole ich mir noch fix die Hose. Und. Ja, es ist halt immer ungerecht. Ich kann leider da nicht jeden mit reinpacken. So, ich schicke mir jetzt, bevor wir loslegen. Noch schnell ein paar Coins zu, würde ich sagen. Und dann können wir los. Also ich logge jetzt nochmal ganz kurz um, schick mir die Leveltränke noch zu. Haltet mit welchem. Der Hintergrund sieht schon cool aus, ne? Mit welchem habe ich denn noch Leveltränke? Wahrscheinlich hier, der ist ein Boralos. Guck mal. Gucken wir mal. Dann schicke ich mir ein paar Tränke noch zu, ein bisschen Gold für Taschen. Und dann können wir losstarten, würde ich sagen. Und dann können wir es ja so machen, dass wir alle paar Dings mal switchen, oder? Würde ich einfach mal sagen. Dann haben wir das ganz gechillt. Dann wird keiner ausgeschlossen. Connected. Oh shit, ist das laut. Moment. Channel switched. Ich switch schon mal hier runter. Dann können wir uns ein bisschen absprechen. Das macht's vielleicht leichter. Das macht's vielleicht leichter. So, jetzt gucke ich mal, ob ich mit dem noch ein paar Tränke. Ah, schau mal, ich habe 100 irgendwas. Perfekt. Dann kann ich mir 21 Tränke rüberschalten. Halt, warte mal. Das ist die falsche. War da was? Ich glaube, irgendwer ist in den Channel ges. Hallo. Hi. Ach, Nati. Okay. Hast du So. gelesen, was ich dir vorhin geschrieben habe? Wann? Dann wahrscheinlich nicht, ne. Ich war das erste Mal wieder in Stuttgart und durfte den ganzen Tag im Krankenhaus verbringen. Warte mal, warum warst du denn im Krankenhaus? User joined your Bahnhof channel. umgekippt.
Hallo zusammen. Nee. Warum? Warte mal, warum bist du denn umgekippt? Hast du nicht genug gegessen oder wie? Ich habe nicht genügend geschlafen wahrscheinlich oder so. Also ich weiß nur, dass mir jetzt immer noch mega dreckig geht vom Bauch her. Aber ich habe Okay. zwei Kaffees getrunken und dann bin ich quasi umgekippt und dann war ich im Krankenhaus. Das hört sich ja nie so gut an. Aber jetzt geht's wieder oder wie? Haben sie dich dann wieder aufgepäppelt? Ich habe eine Infusion gekriegt und dann bin ich wieder am gleichen Abend nach Hause. Und ja. Okay, ja krass. War ja dann kein langer Trip in Stuttgart, hä? Also, ich habe zum ersten Mal das Krankenhaus von innen gesehen. Nice! Damit kann man was anfangen. Ich habe mich erstmal im Krankenhaus verlaufen, weil das irgendwie so zwei Krankenhäuser nebeneinander sind. Und du kommst halt von dem einen in das andere und irgendwie gibt es da 10 Parkhäuser und meine Mutter so, ja, ich bin mein Parkhaus. Welches Parkhaus? Ja, das war ein Adventure. Warum bist denn du jetzt, oder ist das TS so leise? Irgendwas habe ich verstellt an meiner Lautstärke. Naja, solange es jetzt wieder gut geht, ne? So, jetzt schicke ich noch das Zeug rüber und dann können wir losstarten. Dann hole ich mir nämlich noch Taschen. Drustela, so, was kriegt der? Der kriegt jetzt mal 25.000, das müsste reichen. Und dann kaufen wir Taschen, dann können wir eigentlich anmelden, würde ich sagen. Drei sind wir schon im TS. Ach, der Pico ist auch da. Hey, grüß dich. Danke übrigens fürs Ziehen gestern, ne? Durch die Dings da wohnst du, durch die Inseln. Kein Problem, ich brauch dir auch das Cap. Denk an deine Waffen-VZ. Stimmt, Waffen-VZ kann ich auch holen, richtig. Das ist eine gute Idee. Das macht immer tatsächlich relativ viel aus und ich vergesse es so oft beim Leveln. Quatte, hey, grüß Am dich. Am Anfang macht viel aus, ja. Ja. Kann man, so teuer sind die ja, glaube ich, gar nicht. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, was ich das letzte Mal mitgenommen hatte. Brauchst, glaube ich, auch irgendwas, was möglichst lange hält, ne? Da muss man mal ein bisschen gucken. So. Achso, wenn einer, ihr habt ja die Daten, könnt ihr die auch schnell in der Gruppe posten. Dann haben wir gleich alle. Hey, grüß dich. Hi. Hallo. So, dann muss ich meinen Dino rausholen. Karawanen-Dino, den brauchen wir. Der Trustbär sieht schon nice aus, ne? User joined your channel. Hallo? Nein. Moin. Hallo. Moin, moin. 200 Jahre alt sein. So, ihr seid alle, warte mal, sind wir fünf? Perfekt, wir sind fünf Stück. Dann können wir gleich loslegen. Ich muss mir bloß noch schnell die Hexenzwirrentaschen holen. Hexenzwirrentaschen. Ah, da was. Die werden aber auch wieder teurer, ne? Also es wird sich lohnen, jetzt wieder in der Garnison, diese Taschen herzustellen. Ich weiß nicht, ob das von euch wer früher gemacht hat. Ich hatte da teilweise irgendwie so 10 Garnisonen am Start und hab die dann immer hochgebastelt, aber irgendwann habe ich es aufgegeben, weil die Taschen dann nur noch 600-700 Gold wert waren. Jetzt sind die aber selbst hier auf Antonidas wieder bei... Scheiße, ich hab so viele Taschen gekauft. Selbst auf Antonidas sind die wieder bei 2000 Gold. Wenn ich jetzt so denk, ne? Du hast ja eine ziemliche Deflation in WoW im Moment. Da sind 2000 Gold mittlerweile schon wieder gar nicht so wenig im Verhältnis zu dem Zeug, was du so halt kriegst, ne? So, dann hauen wir uns die P-Flask rein. Achso, Spells habe ich zwar jetzt noch keine rausgezogen, aber wir melden jetzt trotzdem schon mal die Ini an. Moment. Ach, wir sind hier noch in der organisierten Gruppe. So. Moment, dann queuen wir rein. Ich muss halt meine Spells noch schnell rausziehen, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. So viele sind es hier auf dem Level noch nicht. Was brauche ich denn? Hauen brauche ich... Sport brauche ich. Ach komm, warum kann das nicht mit Verlies losgehen, weißt du? Das ist halt schon. Wobei die geht eigentlich. Mage, kannst du Tür stehen? Jo. Gut, danke. So, was nehmen wir? Nehmen wir Brambles mit. Es geht schon wieder gut los hier. So, jetzt. Ich muss noch. Achso, warte mal hier. Das brauchen wir noch. Der Fleischen, genau, das brauche ich auch noch. Ja, war ich auch noch nicht drin mit meinem Level 50er Monk. Echt?
Echt? Okay. Nee, Also, die kommst du ja am Anfang eigentlich andauernd rein, den Laden hier. Also, gefühlt zumindest. Das dauert halt etwa viermal so lang wie Verlies. Wenn nicht sogar noch länger, weil du kannst ja in Verlies theoretisch einfach zu Hogger rüberlaufen. naja. 2 Minuten maximal dauert das eigentlich und dann hast du den Instanzabschluss. Das ist halt so gut im Verhältnis. Und hier hast du halt dann wieder diesen Kack, dass du. Das ist zu weit weg. Dass du halt die ganze Indie machen musst und das dauert halt ewig. Jetzt muss ich bloß mal schauen, dass ich alle Spells habe. Spurt könnte ich nur rausziehen. Port könnten wir noch. Oh nein, ich muss Plündern Dings nur einstellen, ne? Ich vergesse es jedes Mal. Moment, wo haben wir es denn? Dann soll ich gleich die Schildkrötewarnung hin, oder? Ja, egal, wir können jetzt. Ich bin nebenbei nur an Sachen am Oh Einstellen, ne? ja, Also, wenn ihr okay, von was das Aggro passt habt, schon. dann nicht wundern, wo haben wir es denn? Interface? Ne, wo hat denn. Ach, das war hier oben, ne? Irgendwie schnelles Plündern, genau. Mein Gott, das ist. Weißt du, dass sie das immer noch nicht hingekriegt haben? Ach, ihr habt sogar hier ein CC, sehe ich gerade, nicht schlecht. Dass Naja. sie das immer noch nicht hingekriegt haben, dass du eine Standardeinstellung hast und die auf alle Chars übertragen wird. Das wäre halt mal eine gute Sache, wenn sie das hinkriegen würden. Das ist zu weit Aber das weg. funktioniert leider immer noch nicht so ganz. Ich brauche ein Ziel. Ja, ich hatte eine Abstimmung gemacht und zwar jetzt sind mittlerweile mehr auf Horde, aber jetzt spiele ich erst mit den Allianz-Char. Aber ich werde den Horden-Char sicher auch noch spielen, den Zandalari-Troll. Aber wahrscheinlich erst, wenn ich den fertig habe, beziehungsweise vielleicht spiele ich den an einem anderen Tag. Das muss ich mal noch gucken, weil ich hatte ja schon mal gesagt gehabt, ich wollte auch noch mal mit meiner Cousine beziehungsweise mit ihrem Mann zusammen den Char hochleveln. Die können aber samstags nicht, weil die da immer im Theater unterwegs sind. Und ja, deswegen muss ich mal gucken. Ich muss mir das jetzt übrigens mal angucken, ne? Mein Bruder und seine Freundin spielen auch im Theater mit. Und ich habe es mir bis jetzt noch nicht angeguckt und ich wollte da eigentlich, muss ich jetzt mal Nice. machen. Ja, aber Samstag streame ich halt immer, das ist halt immer blöd, aber die haben jetzt auch mal eine Veranstaltung am Freitag. Nächsten Freitag gucke ich es mir mal an. Quasi so halbe Family spielt da mittlerweile mit. Ich muss näher ran. Achso, ich muss mir mal alles nur rausziehen, nach wie viel Dings wir switchen. Wir können es ja mit den Leuten ein bisschen absprechen, wie lange die Einzelnen wollen, dann können wir ja ein bisschen durchrotieren, ne? Wenn wir. Also ihr Also könnt ich ja würde neben. gerne die Ja? 10 Level machen und danach kann ich frei machen. Also muss ich ja, weil ich dann 60 bin. Na, siehst du, also da haben wir einen Slot eh schon mal und 10 Level sind in dem Ja, ich Levelbereich bin am relativ Ring. schnell Ich habe gemacht. 15 Stunden EP-Buff und bin ausgeruht. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Also. So, ich muss diesmal bloß dran denken, dass ich die Blumen auch pflück. Das vergesse ich nämlich sonst immer. Warte mal, warum habe ich denn auch noch keinen Prankenhieb? Haben die da was geändert? Ja, das kriegst du erst ab 32. Aber Ich seit bin aus wann der haben. Reichweite. Ach, ich habe jetzt nur Dings. Ja, nur das. Bis Okay, 32. das ist ein bisschen. Oh, gut. Ja, gut, kriegen wir irgendwie hin. Einen Counter kriegst du ja ewig spät erst. Und den kriegst du erst über Level 60. Das ist total blöd. Ich habe halt lauter Spells, wo alle auf Abklingzeit sind. Die hätten es andersrum machen sollen. Hauen später geben und dafür den Pranken. Achso, warte mal, da ist so eine Blume. So, okay. Jetzt habe ich, glaube ich, soweit alles fertig. Rausgezogen haben wir alles. Irgendwas habe ich vergessen. Ich bin. Achso, ja, hier, warte mal, Dings wollte ich noch machen. Das kann ich eigentlich auch dahin ziehen. Und den Ja, bin Sound schon wollte ich anpassen. 51. Das ist schon Level Up, na wunderbar. Ja. Ich muss näher ran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ah, okay, jetzt ist es doch ein bisschen zu Ich bin laut. So, außer jetzt haben wir es Reichweite. etwa eingestellt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wen ich jetzt alles kenne aus der Gruppe. Also, Pico, dich kenne ich. Genau, wir sind schon ein paar Mal Inis gelaufen. Nati kenne ich auch. Ich muss näher Und ran. die anderen Ich brauche beiden, ein sagt Ziel. mal was, dass ich eure Stimmen zuordnen können. Ja, also Also. ich habe schon Dings da. Dunkler Zwerg mit dir gelevelt. Also. Ah, stimmt, weil deine Stimme kam mir jetzt Das irgendwo ist zu bekannt weit vor, weg. ne? Mir kam es auch bekannt Ich vor. habe kein Ziel. Wer ja, Ich bist du muss nochmal? Also näher der ran. Ich war damals mit dem Monk, glaube ich, dabei, als sie Dunkeleisenzwerg gemacht haben. Das ist zu weit weg. Ja, kann Ah. sein. Ja, und Ich muss ich bin zuerst also der etwas Lawrence anvisieren. aus dem Chat und bin ganz neu. Also wir haben noch nie zusammen was zu tun gehabt, quasi. Ich bin außer Reichweite.
Es ist jetzt nicht böse gemeint, wenn ich frage, bist du sehr jung oder bist du weiblich? Ich bin weiblich und 26. Okay, weil das ist manchmal immer schwierig. Du könntest jetzt auch ein Ding sein hier, 13 und männlich. Also ja, jetzt nicht böse gemeint, aber... Ich weiß. Ich glaube, das Irritierende war eher das der... Ja, genau, das hat mich jetzt... Ich dachte mir jetzt erst, okay, warte mal. Ich glaube, sie ist weiblich und dann spricht sie von sich als der und... Okay. Ah, okay, alles klar. Dann war ich ursprünglich doch richtig gelegen. Genau. Okay, wunderbar. Aber du warst noch nicht dabei, ne? Nee, noch nie. Also ich bin auch nur durch Videos aufmerksam geworden und dadurch habe ich mir jetzt den Stream angeschaut und habe gedacht, hey, vielleicht kannst du ja mal mitkommen und so. Ich brauche klar, immer. Wenn wir so ein Level-Event machen, dann schaue ich immer, dass ich Leute aus dem Stream halt mitnehme. Das ist auch angenehmer, ne? Dann kannst du ins CS gehen, dann kommst du durch die Inis auch besser durch und ja, levelst halt auch schneller. Und kann man sich vielleicht auch noch ein bisschen unterhalten nebenbei. Genau, ja. Ich bin außer Reichweite. Was, ob wir noch Platz haben? Naja, im Moment sind wir voll, im Moment sind wir 5 Leute, ne? Deswegen... Ich habe kein Ziel. Warte mal. Wie mir wieder Leute schreiben, die Pre von Warlords of Draenor, ne? Dass sie die nicht mögen. Da ist immer noch nicht angekommen, dass du die skippen kannst, ne? Ich bin der Schlange. Das wissen so viele Leute nicht. Ich kann alles tun. Dure, hey, grüß dich. Kannst du den nach der FCC bitte? Also den. Ja, ich mach mal. Gut. Also ich habe eigentlich auch schon gemacht, aber. Bin sleep. Ist wieder raus. Naja, egal, so viel Schaden macht er nicht. Warte, ich hab keine Eigenheilung. Oh, was, du warst in dem Level schon live? Achso, du bist 51, ne? Das live Cocoon. Ja, wollte gerade sagen. Ich hab halt gar nichts und er hat halt schon live Cocoon. Ich hab halt auch keinen Charge, gar nichts. So, das ist so ungewohnt, wenn du dann die Tasten hämmerst, aber sie aber nicht hast. Was ich letztens übrigens gesehen hatte, dass du die Dings skippen kannst, ne? Es gibt die Reichweite, die du rausscrollen kannst, kannst du erhöhen, ne? Und zwar ging das ja früher im Makro mit diesem Max Faktor 5 und das haben sie ja irgendwann geblockt, aber das geht jetzt wieder, bloß nicht mehr ganz so weit. Weil ich hatte letztens hier mit der Gilde Blockade gemacht und dann spielst du so mythisch so, dass du dass da quasi ein Tank die Zonk-Aufgabe hat und quasi diese ganzen Soaks nehmen muss, ne? Das ist total ätzend. Und da ist es echt praktisch, wenn du den kompletten Raum siehst, ne? Da habe ich mir geguckt nach Makros und das geht wieder. Und dann kannst du relativ weit raus, ne? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mir das... Ach, das ist jetzt schwer zu erklären. Felix, wie alt bist du denn? Vielleicht können wir dich mit ins TS lassen, wenn du möchtest. So, aber also es geht relativ gut durch, ne? Also vom Dings her. Sonst habe ich hier schon immer ganz gut auf den Sack gekriegt von den Mobs. Das wird sie ganz auch ins TS. Ja, Nati, du bist 12. Zumindest isst du so viel wie eine 12-Jährige. Alter, momentan ist ich noch weniger. Also schaffst du nicht mal einen halben Joghurt, willst du damit sagen? Nee, ich hab hier Bauchschmerzen und so. Und ich habe gestern mir gedacht, ich esse einfach die ganze Zeit. Die Bauchschmerzen weg. Und dann habe ich gegessen und gegessen. Ja. Und dann ging es mir noch schlechter. Dann habe ich heute noch gar nichts gegessen. Aber warum denkst du denn, wenn du was isst, gehen die Bauchschmerzen weg? Weil ich habe, glaube ich, zu viel Magensäure momentan. Und dann ging es mir besser, wo ich gegessen habe. Also dann habe ich das nicht so gemerkt. Okay. Fehler, denk an die Pflanzen. Ja, ich habe. Wie viel habe ich denn? Eine. Gut, ja. Shit, ja, ich habe schon wieder alle Pflanzen nicht aufgemacht. Das mit der Quest wird nix.
Ich schaff dir die Mobs auch so, ich geh jetzt erstmal Pflanzen suchen. Okay, das hört sich aber nicht gut aus. Und die aus dem Krankenhaus haben dich jetzt aber so entlassen, oder wie? Ja, weil es mir ging's ja, das ist jetzt erstmal auf der Woche gekommen. Und der okay. Arzt, bei dem ich war, der hat gesagt, ja, laber keinen Scheiß. Was? Wie, der hat das wortwörtlich zu dir gesagt, dass das kein Scheiß labert? Ja, der hat gesagt, das ist angeblich psychisch. Okay. Also hast du eher ein Scheppele, will er damit ja, sagen. Ja, weißt du, du kennst mich da. Ja, natürlich, also ich, das ist nicht so abwegig, muss ich... Ja, guck gut, mal, okay. Markus, das sind ganz viele Marker. Ich glaube, der will jemand was sagen. Ja, ich hab das Ding schon gesehen, das ist so für die... Ne? Ich habe auch ein Schepperle, ich sehe halt so Sachen nicht, das ist schwierig. Ich habe zu viele Einflüsse. Moment. Ich brauche ein Ziel. Ich glaube, ich muss mal fix was raussuchen, das gibt's da gar nicht. Ich habe was, TSIP bitte im Chat schreiben? Ja, eher nicht. Oh, ich bin schon wieder vorbeigelaufen. Das weißt du, wenn mich ingame Leute die ganze Zeit anschreiben, Dings-Chat, wenn ich auf alles gleichzeitig gucke. Schwierig. Aber ich hab jetzt alle, danke dir. Ohne dich hätte ich es wahrscheinlich verkackt. Achso, vielleicht sollte ich jetzt mal gucken, was das hier genau macht. Ah, du kickst die Gegner. Oh, das ist cool. Das kann man gebrauchen. Habt ihr das gesehen? Dann kriegt richtig eine mit. Bin ich. Oh gut, never mind. Als DD kann man schön den Tank so trollen. Ich liebe es. Also wenn du die Gegner wegkickst, das ja. ist ein... Aber du musst es halt casten, ne? Wahrscheinlich kannst du auch interrupted werden. Also es macht auch ein bisschen Damage, meine ich. Ja, ich hab's, also hier 100, 102, 23, was macht mein normale? 80? Ja gut, du musst es halt casten, ne? Also es ist halt nicht instant, aber es haut schon ganz gut raus. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es mit Angriffskraft oder sowas scaled, ob man dann quasi da auch mehr machen kann mit. Also ich will die ganze Zeit hier meiner E hämmern, aber ich habe ja Abklingzeit auf alles, das ist echt bisschen mistig. Warte mal, ich muss jetzt mal fix was raussuchen, sonst klappt das hier nicht. Macht mal fix die Mobs weiter. So, ich glaube, jetzt habe ich das Richtige rausgesucht. Das ist zu weit weg. Ihr seid CC-Master, huh? Das klappt gut. Ran. Schauen wir mal, was wir jetzt für den Abschluss kriegen von der Instanz. Mit dem Trank müsste ja eigentlich relativ gut sein. Müssten dann ja 65. Das ist zu weit weg. Ich habe kein Ziel, werdet ihr den Träumen. So, da. Hast du dann heute auch noch Bauchschmerzen oder ist jetzt besser bei dir? Dieser nee, immer noch. Lädt noch auf. Okay. Aber es ist um einiges besser als am Anfang der Woche. Am Anfang, ich lag bis gestern bei meinen Eltern auf dem Sofa und konnte nicht alleine in meiner Wohnung sein. Hört sich nie so gut an. Ich bin allein schon froh, dass ich jetzt wieder alleine in meiner Wohnung sein kann. meinst du, dass du allgemein zu wenig isst? Dass es vielleicht daran liegt? Nee, daran kann es eigentlich nicht liegen. Ich glaube einfach, dass, wie gesagt, dass ich momentan zu viel Magensäure habe. Und das... Wir müssen den ersten Boss noch machen. Achso, shit, haben wir den... Ah, den haben wir vergessen, okay. Und dass ich deshalb so Probleme habe. Ich muss näher ran. Ich CC den Nachtelfen raus, den anderen. Niemand besteht gegen die Schlangenlords. Selten jemand gesehen, der so gern CC'en will, ne? Naja, kann ja sonst keiner. Das ist ja gut, ich weiß gar nicht, was habe ich hier auf dem Level? Glaube ich noch gar nichts, ne? Nicht mehr ein Root, wobei das hier ja auch nichts bringen würde. Ja, so Druide kann erst ab. Ja, wann kann er unterbrechen? Wenn er halt sein Geschrei da hat. Aber sonst erst ab 75.
Kann man interrupted das eigentlich mit dem Hinter... Ah, schau mal, das interrupted, wenn man hinterkickt. Das ist... Ich bin außer Reichweite. Ist schon mal nicht so schlecht. Bloß wenn ich, wenn ich jetzt runterkick, ist schwierig. Ich muss so, jetzt können wir... Halt, warte, ich muss sie nur looten. Ja, wobei, also es ging jetzt eigentlich, ne? Irgendwie habe ich das hier noch länger in Erinnerung, dass du hier irgendwie eine halbe Stunde alleine in der Innie rumgammelst. Dann ging das jetzt eigentlich schon. Was sind das hier? Regenbogen. Friede sei mit euch. Ach, dieses Quest-Addon ist echt super, ne? Da hast du alles instant abgegeben. Ah, und schon Level Up. Warte mal, hat... Nee, den hat noch keiner angequatscht. Früher gab es doch auch eine Quest mit dem Begleiten hier. Wenn den einer zu früh angequatscht hat, dann war es dann immer kacke, weil dann keiner mehr die Quest abgeben konnte. Warte mal, ist das nicht das Ding... Warte mal, das müsste ich auch haben. Wie heißt denn dieses Ding? Irgendwas mit Regenbogen, ne? Ja, Regenbogengenerator. Hier. Ich krieg dich Augenkrebs davon. Mach das mal bitte weg. Nicht die Strahlen kreuzen, ja? Hey, warum ist es weg? Perfekt. Hey, wie hast du jetzt alle weggemacht? Ich habe Anko gezogen. Achso, geht es im Kampf weg? Achso. Ja. Hey, ich hatte jetzt gedacht, dass Nati das geschmissen hat. Ist das nicht so ein Girly-Zeug, dieses Regenbogen-Ding? Ich bin jetzt schon wieder Level Up. Ja, nicht schlecht. Markus, ich weiß ja nicht, ob das Absicht ist, aber irgendwie sieht man bei dir nur den Schar. Was sieht man bei mir nur? Ja, du musst warten. Wie du auf den Schar wartest. Hä? Was in... warte, nein, oh fuck, das ist mein Mistake. Hä? Wollte gerade sagen, dann hätte ich es ja jetzt übelst verkackt. Ich hab nicht mal bei dir ins Stream geklickt und das hat schon resettet die Zeit. Wollte gerade sagen, weil das wäre jetzt bitter gewesen. Das hatte ich jetzt nämlich mit aufgenommen und dachte mir schon so, okay. Wo seid ihr? Ach, oh, da hinten. Ja, wo bist du? Ich hab jetzt gerade mein Stream-Ding gecheckt, weil du gemeint hast, man sieht nur den Char, ne? Trollt mich halt. Frank. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Ist es bei euch auch so warm? Weiß ich nicht. Also beim. Weiß ich nicht, ich gehe nicht raus. Ich hatte heute den ganzen Tag Kopfschmerzen und war im Bett gelegen. Also von dem her weiß ich nicht. Ich habe bloß heute meine Stiefmutter gesehen, die knallerot im Gesicht ist, die gemeint hat, sie ist in der Sonne eingeschlafen. Sah leicht lustig aus. Davon leite ich mal ab, dass es draußen sonnig war, ja. Das ist zu weit weg. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich bin außer Reichweite. Schau mal, Noobzocker, ich frage, wie es dir geht. Na, wie geht's dir, Noobzocker? Alles gut bei dir? Ich muss näher ran. Ich muss dieses Ding-Sounds doch wieder leiser machen, ne? Sonst kommt die ganze Zeit, ich muss näher ran und dieses Zeugel. Ich brauche ein Ziel. Weißt du, wenn ich das Char-Mount mal irgendwann kriegen würde, wäre ich schon echt erleichtert, ne? Du hast das ja verpasst, es dir zu kaufen. Das war deine Chance. Es war meine Chance, aber leider hat das Gold halt nicht gereicht, ne? Da war jemand anderer ein bisschen wohlhabender. Wie viel hat das denn gekostet? Nee, das ist halt... Ich hätte wahrscheinlich Goldcap hinlatzen müssen, ne? So, okay. Warum ist es dir lieber? Ja gut, ne, wenn ich das Gold gehabt hätte, hätte ich es investiert. Investiert klingt ja so, ob ich dann eine Rendite daraus generieren könnte, aber ich hätte es mir geleistet, sagen wir es mal so. Weil ich es doch ganz gerne haben würde. Aber naja, irgendwann. Ich habe ja mittlerweile knapp 80 Chars, mit denen ich es farmen kann, ne? Nebenbei bin ich ja... Warte, ich kann euch das mal zeigen. Nebenbei bin ich ja gerade schon wieder zum Char. Ne? Ich stelle eigentlich immer einen Char beim Char ab.
Und wie viele Twice hast du jetzt schon drauf insgesamt auf den? Es geht jetzt ziemlich straight auf die 5000 zu, ne? Also, ich habe ja bei beiden, warte mal, habe ich hier Rarity rausgezogen? Wo ist es denn? Hier, ja. Schade des Zorns, hier sind es 2451, ne? Ja, sorry, dass ich jetzt Akku habe. Auf dem anderen habe ich fast auch so viel, ne? Das ist, ja, fast 50-50. Bisschen viel. Ja, du, es ist viel, das ist richtig. Irgendwann kriege ich es. Ich hoffe es zumindest mal. Jetzt ist es langsam ein bisschen kalt hier. Ich habe das Fenster nämlich offen. Also um die Frage von vorhin zu beantworten, nein, bei mir ist gerade nicht warm. Jetzt wird es gerade ziemlich kühl. Ja, na, ist 3 Level gemacht. Naja, ich habe immer einen 2 gekriegt. So, okay, dann können wir ja eigentlich gleich in der Instanz wieder queuen oder haben wir hier eine Quest noch abzugeben? Nee, ich glaube haben nicht. Wir schon abgegeben. Wunderbar. So, ich mal jetzt fix das Fenster nutz. Scheiße, ich hänge hier. Sudaloda. Ah, nice, der Flammschlund. So. Dö. Ich habe nur noch 16 Stunden Buff, wir müssen uns beeilen. Ach stimmt, du bist ja Monk, ne? Du hast ja diesen extra Buff noch. Ja. Aber der läuft ja eigentlich nicht aus, ne? Also, wenn du das einigermaßen... Vor allem mit 16 Stunden Buffs kommst du ja locker auf 120. Gut, und so lange geht der ja gar nicht, ne? Der geht ja nur bis 85, oder? Sowas? Ja, bis 85 und dann reduziert er sich von 50 auf 20% EP. Michi, ey, grüß dich. Und irgendwann gibt's nur noch Werte. Also ja, aber das ist ab 100 oder 90 oder so. Das Ziel kann ich nicht angreifen. Ich muss näher ran. Hoffe ich mal, dass die 16 Stunden reichen. Leon, ob ich dich grüßen kann? Nein, auf keinen Fall. Nein, Spaß, ich grüße dich hier, ne? Ausnahmsweise, sonst mache ich das ja nicht. Weißt du, wenn ich halt einen vernünftigen AE hätte, dann würde ich ja hier mal alles zusammenpullen, aber ich kann halt alle 6 Sekunden einmal einen AE casten, das ist ein bisschen gammelig. Das hat halt alles Abklingzeit. Weißt du, die hätten halt einfach hauen ab Level, keine Ahnung, 35 machen sollen und dafür Prankenhieb. Prankenhieb macht wesentlich weniger Schaden als hauen und macht auch keinen Dot oder sowas. Aber dafür hast du keinen Cooldown, ne? So stehst du jetzt da, meine ganzen Damage-Tauber, die haben alle Cooldown. Außer Mondfeuer, aber Mondfeuer ist halt, ne, der krasse Shit ist Mondfeuer. Das ist der richtig krasse Shit. Moment, ich muss jetzt mal was machen. Achso, hier muss ich ja schon wieder was aufsammeln, ne? Das wird schwierig. Ja, aber ich bin. Ja, ich bin schon überlegen, ob ich mir einen Spezi hole. Hätte ich eigentlich schon Bock drauf, ne? Bei Kohle habe ich keine mehr da, aber Spezi hat mein Bruder gekauft. Kann ich ein bisschen mehr holen, oder? Ja, ne? Einfach drauf da. Du musst es ja heilen dann. Alles gut. Ja. Im Low-Level ist es eh egal, ob ich von dem ganzen Zeug Akku hab. Ich hab ja auch einen Stun, also von daher. Achso, hast du den Master schon? Ja, habe ich schon. Bin jetzt echt? Okay, der ist krass. Ne? Also der macht viel aus, Mastern. Schauen wir mal, ob wir den auch noch pullen können. Ich denke mal, das geht schon. Ja, ich will auch ins TS. Also wir können schon ein paar mehr Leute ins TS holen. Kleine, so ein bisschen quatschen. Aber zu viele ist halt immer blöd, wisst ihr. Kennt ihr das bei irgendwelchen Partys oder so?
wenn die Anzahl der Leute zu viel wird, dann wären es eher weniger Gespräche als mehr. Das ist bei uns im Studium auch immer schon so gewesen. Wir waren ja im Studentenwohnheim und quasi, wenn wir alle waren, so 14 Leute, war es immer weniger lustig, als wenn du nur so 5, 6 Leute warst. So, wenn es mehr wären, ist es dann immer nervig. Das hängt gar nicht mit den Leuten zusammen, weil du dann so eine große Runde bist und dann bringst du halt nicht so kleine private Gespräche zusammen, sondern dann bist du immer in dieser kompletten Runde. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass du dann nicht über die anderen lästern kannst, ne? Wenn alle da sind. Vielleicht liegt es auch daran, aber naja, man weiß es nicht. Immer links oder rechts? Rechts. Gut. Das ist der kürzere Weg, deswegen. Achso, du rollst dann schon einmal durch. Komm, ich Mondfeuer alle. Weißt du, wenn ich halt wenigstens chargen könnte, ne? Ich kann halt gar nichts machen. Ja, sub-30 ich halt erst dein Talent. Kann es sein, dass du jedes Talent auswendig weißt? Wann du was kannst? Ja. Bist du, Moment. Nein, es ist nicht ab 30. Doch, Charge ab 30. Ist... Ganz rechts. Wilderattacke. Hier, warte mal, 24? Nee, Prankenhieb ist ab 32, aber der Charge, den sehe ich jetzt hier das nicht. Das ist ein Talent. Ach, ist ganz rechts, bei Level 30. Ich bin voll Idiot, ja, du hast recht. Ja, ich spiele kaum Druid, ich weiß das nicht. Du hast vollkommen also, recht. Du ja, voll Idiot. Also, ich bin vom Druid Scheiße. Tank, also. Stimmt, das ist ja. Ja. Ich hab das halt immer drin, weißt du? Es macht halt nicht Sinn, irgendwas anderes zu skillen als Tank. Weil alles andere ist halt gut, mittlerweile hast du Ursus Vortex mit drin, aber du willst halt als Bär nicht in die Katzengestalt gehen, deswegen macht das andere keinen Sinn. Davor war hier noch irgendwas anderes drin. Was war denn da drin? Warte mal überlegen. Nee, da, gut, ja klar, es macht Sinn. Das ist ja natürlich hier so ein Talent und das ist ja keine Fähigkeit, die du per se kriegst. War nicht vorher dieses komische Blatt da drin, dass du 30% Leben bekommst? Ich meine auch, ja, dass du diesen Heal mit drin hattest. Ja, die haben das ja immer wieder durcheinander geschmissen, das Ganze. Ich weiß auch schon nicht mehr, wann was war. Was, ob man mich irgendwann mal zum Talken ansprechen kann? Ja, meistens im Stream. Da haben wir keinen Mana mehr, jetzt müssen wir aufpassen. Genau, also ich habe theoretisch mittlerweile auch Discord, aber ich hasse Discord. Es ist kein logischer Hass, ja, aber das ist so ein funktionaler Hass, weil ich es irgendwie dumm finde, wenn du ein Programm schließt und es da nicht zu ist. Keine Ahnung, jetzt, ne, würde ich jetzt nie machen, ne, aber jetzt überleg mal die Situation. Du bist mit irgendwie im TS, redest mit dem? Warte mal, ich habe einen, wir müssen noch so einen Typen retten, so einen SE, ah, okay, jetzt haben wir, passt, perfekt. Du bist mit jemandem im TS, ne? Quatsch mit dem so oder mit ein paar Leuten, gehst dann aus dem TS raus, machst es zu und dann denkst du, oh, was für ein Spacken, ja? Und dann bist du aber nicht aus dem TS raus oder im Discord, sondern die hören das noch. Und das wäre dann halt peinlich, deswegen finde ich das immer nicht so geil, wenn du dann danach drin bist. Ja, die Inni ist halt super, ne? Die geht halt auch schnell, da kannst du nichts sagen. Jetzt kommt Verlies. Ja, jetzt wäre Verlies echt super, ja? Verlies wird mich jetzt... Tela, wie heißt dein Kultiraner? Der heißt Drust Tela, also Drust und Ela. Eigentlich ist das ein scheiß Name, fällt mir jetzt gerade auf. Oh. Nein! Aber, egal, aber wenn man's... Wir können hier viel skippen. Ja, wir können hier viel skippen. Helft uns bitte. Wir sind nur knapp dem Opferaltar entkommen. Sucht sie, Tölpel! Fürst Batiel, seine Opfer! So. Quest haben wir. Haben wir sogar einen Ausdauer-Buff, ne? Da geht was. Es gab vor allem am Anfang von BFA eine Zeit, wo es diese Inji-Bomben, ne, die waren dann nicht quasi aufs Level angepasst, sondern die haben so viel Schaden gemacht auf jedem Level, wie halt auf 120. Dann konntest du halt irgendwie 5000 Schaden mit diesen Bomben verursachen. Und die hatten halt einen relativ kurzen Cooldown, dann konntest du dich halt echt hier durchbomben durch die Inis. Hat man nicht so auch mal den Lich King First Kill gemacht mit solchen Bomben? Und dann wurde denen das aberkannt? Das war nochmal was anderes, das waren die Saronit-Bomben. Und da war es so, du hast ja beim LK die Geschichte,
dass immer in den Zwischenphasen diese komischen Dinge abbrechen, diese, also der Rand, ne, dass du da halt nicht mehr drauf dich hinstellen kannst und so. Und es gab aber irgendwie wurde dieser Rand halt getriggert durch Damage. Also anscheinend hat halt Blizzard dieses Trigger-Ding gemacht durch irgendeinen Damage-Wert, der auf diesen Rand verursacht wird. Und irgendwie konntest du diesen Rand triggern, indem du die Sache mit Leadbombe da drauf geschmissen hast. Das war halt einfach ein Bug, ja. Und es hat anscheinend irgendjemand zufällig rausgefunden. Und dann ist quasi der abgebrochene Boden wieder erschienen, ja. Und dann hattest du nicht die Problematik, dass es dann ganz eng war. Du konntest halt quasi die Phasen skippen damit. Ist es halt, ja, dann war, also du musstest den Boss zwar trotzdem noch runterspielen, ne, aber es war halt wesentlich einfacher, weil du halt immer die Intermission damit skippen konntest, die halt schon nervig sein konnte. Und du hattest halt viel mehr Platz, ne, für den ganzen Fight. Ja, stimmt, den brauchen wir auch noch nicht mal machen, ne. Warte mal, wo muss ich denn hin hier? Der Shard of Stones ist wieder da. Auf geht's. Hau einen Shard of Stones um. Ja, bitte nicht schreien, wenn du ihn kriegst. Du, wenn ich das Mount krieg vom Shard of Stones, dann werdet ihr totgeschrien, so dass ihr nicht mehr glücklich werdet in eurem Leben. Das wäre ja langweilig gewesen. Dann wäre kein Schrei da gewesen. Nee. Ah, ich hasse es. Ich bin so nicht so multitasking, dass ich nebenbei schreiben und dingsen kann. Schwierig. Naja, ein paar Chars habe ich noch für den Shard des Zorns, ne? Ach, Transmoggen hätte ich mich auch mal können. Aber ich glaube, wir haben ganz guten Damage, oder? Weil wir kommen hier relativ gechillt durch. Sonst kam mir das hier immer so ein bisschen nerviger vor. Aber vielleicht habe ich da auch mehr gepullt. Ich weiß es nicht. Ich bin außer Reichweite. Kommen wir ja gleich rechts. Stimmt, ja, wir können ja das hier auch. Also kannst hier echt alles skippen, ne? In dem Dungeon. Na komm, die ziehen wir mit. Hier. Mondfeuer. Müssen wir aufpassen. Ja, ich wurde gegrabbt. Okay, das ist natürlich jetzt ungünstig. Und ich habe wenig Mana, aber bitte. Hast du Life Perkun noch? Oh ja, du bist ich kann mit der Range. Ja, Life Perkun ist halt der beste Heal CD, den du kriegen kannst. Beste External. Dann krieg ich auch noch einen Buff drauf. Ah, nur ein Kratzer. Ich hab mir die Volksfähigkeit noch gar nicht angeguckt. Irgendwie hast du doch vielseitig kaum 1% weniger Schaden, oder halt werdet ihr im Verlauf von 4 Sekunden... Ach, okay. Also, hier, Kul'Tiraner sind als Tanks ja relativ nice. Wird der Lexi jetzt Boss genannt? Wie hat er sich denn das verdient? So, hier. Ach, der Gammler kommt doch. Können wir den nicht skippen? Ich dachte, dass wir den skippen können. Weiß nicht, hat die Body Aggro. Vielleicht war ich auch zu nah dran. Okay, Instant Kick. Holen wir den nächsten ran. Über diese Failer hier. Ich wurde heute schon gefragt beim Level, ne, wenn man failt oder wenn man vibet, was dann passiert, nämlich gesagt, dann schrei ich die Leute an und die werden instant gekickt und, ne. Es wurde mir abgekauft. Nein. Mein Gott, jetzt, aber
Ansagen machen hier. Ansagen. Ich glaube, einmal, wo war das? Irgendwo, da haben wir auch gelevelt. Da haben Leute so eine Scheiße gespielt, da habe ich wirklich eine Ansage gemacht. Ja, gemeint hier. Ja, stimmt. Wo war denn das? Das war Hollenfeuer. Ich kann mich noch erinnern. Also, aber weißt du, eigentlich ist es ja wurscht, wenn du mal vibst, okay, hier alles kein Stress, aber wenn dann halt mit Absicht so eine Kacke zusammengespielt, du es fünfmal sagst, dass man das lassen soll und die Leute es dann nicht machen, dann musst du irgendwann dann mal auf den Tisch hauen und sagen, nee, Leute, ne, hier, jetzt mal. Boah, ach, den kann ich auch skippen. Ja, genau, den können wir ausskippen, laufen einfach durch und ziehen die Mobs mit. Ja, es kommt halt immer auf die Situation drauf an, würde ich mal sagen. Wo will denn der hin? Komm mal her. Hast du Chance mit den Loks nach? Ich frag mich, theoretisch könntest du auch hier die Low-Level-Innis mitdingsen? Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Also wenn wir jetzt gut sind, kriegen wir den rausgepult, ohne dass wir das andere Zeug adden. Ich ziehe ihn jetzt extra mal hier hinter. Hier kommen doch diese extra Mobs, ne? Wenn du den einen Boss nicht killst. Ja. Aber die kommen alle nach einer Zeit. Also ja, da war was. Und die kleinen müssen wir umnatzen, ne? Ich glaube, durchgetunnelt kriegen wir wahrscheinlich eher nicht. Also wenn ihr Slows habt, dann... Ja, ich hab schon eingestunt. Wenn mein Kick jetzt nicht auf Cooldown wäre, dann hätte ich den wegkicken können, ne? Mit diesem Kultiras Kick. Ja, ich versuch das mal anzuklicken. Dann kommen ja diese ganzen Viecher raus, ne? Wenn das jetzt... Ja, genau. Aber die haben verdammt viel EP gebracht. Ja, bringt auch viel EP. Bin 200. Na gut, die kommen halt ewig lahm auf uns zu. Also ich krieg 500 EP pro Mob. Gut, bei mir sind es 200, aber ich brauche halt wahrscheinlich auch wesentlich weniger für ein Level als du, ne? Ah, ich brauche 130k. Na ja, gut, ich brauche halt 49,5. Ja, ich brauche 131k, wenn wir es aufrunden. Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Jetzt mal schauen. Na, ob das ein Level abgibt, ne, wenn wir jetzt den Boss killen? Könnte fast reichen. Level ab. Bin ich gerade überfragt. Oh, nächste. Ah, nice Level Up. Wunderbar, auf geht's. Euch auch, perfekt. 55. So, jetzt drückt uns mal die Daumen, dass wir jetzt ins Verlies reinkommen. Bitte Verlies. Nein. Ah, wobei die geht auch einigermaßen. Ach,
Da hat jemand den Wolf, schau mal an. Ja. Ich will mir auch die dicken Menschen freischalten. Das ist zu weit weg. Die dicken Menschen? Ja. Ich muss näher ran. Eigentlich sollten doch die Kul'Tiraner nicht nur die dicken haben, sondern auch diese ganz hageren, ne? Also zumindest war es ursprünglich so. Und das haben sie aber irgendwie wieder rausgenommen. Na, ich kann ja Massenstern, stimmt. Dürfen bloß den Boss nicht mit dem anderen Gedönse zusammenpullen, sonst ist das immer ein bisschen blöd hier. Ich muss die Helligkeit dann nochmal ein bisschen hochstellen. Irgendwie hat sich das wieder ein bisschen verschoben. Stimmt, der Boss droppt ja einen runter auf 1%. Töten dann die einen Mobs? Genau, und die Mobs töten dich dann. Das ist die Problematik. Hm. Wenn du jetzt nämlich hier noch Mobs drauf bei hast, dann natzen die dich halt relativ schnell weg. Was will hier irgendjemand die auf den Dicken machen? Also ich mache auf den Dicken, ne? Deswegen, es kann nur einen geben. Denn ich habe einen dicken Kul'Tiras-Menschen. Oh shit, ich muss die Quest abgeben. Irgendwie sieht das ziemlich dumm aus, wenn so ein Moppeliger in dieser Rogue-Rüstung rumrennt, ne? naja. Aber der Drussbär sieht nice aus, ne? Nati, du kannst auch auch hier mit uns sprechen, nicht nur schreiben. Ich bin krank, lass mich. Oh, du hast ein bisschen Mitleid. Ja, bitte Mitleid. Okay, gibt eine Portion Mitleid für dich. Oh. Was geht wieder los? Was, wie, wo? Oh nein. Warte mal, von wem geht das denn aus mit dem Dings hier? Ja, von mir. Mach doch mal mit. Warte. Ich muss mein... Oh, verdammt, da wird's ja einem sonst was. Wo haben wir denn die Leute? Ich kann euch nicht. Uiuiui. Das ist dumm. Let's go. Nichts pullen. Aber im Kampf ist es wieder weg, ne? Kann nichts mehr schief gehen. Nichts pullen. Achso, ja. ist das deine... Oh, schade, Zorns ist da. Hier. Oh, Autowalk, alles gepullt. Boah, ich hab Live-Kokon. Wunderbar, alles was zählt. Ja, wir können ein bisschen mehr machen. Nur Live-Kokon. Ah! Da hinten ist auch noch einer, aber ich hab alles auf Cooldown. Ich kann Mondfeuer draufhauen. Jetzt. Es ist so dreckig. Was hast du schon Loot zum Anziehen? Das ist eine berechtigte und gute Frage. Oh, ich könnte mir wahrscheinlich mal meine ganzen Kisten hier aufmachen, ne? Ja, das ist tatsächlich alles besser, was ich hier gekriegt habe. Ich sollte vielleicht auch das Gear anziehen, ne? Ja, wobei, sonderlich viel macht's ja eh nicht aus. Machen wir die und dann pulle ich den ganzen Raum raus. Dann müsste es eigentlich gehen. Dann müssten wir eigentlich mit der ersten Stunde eigentlich schon wieder durch sein, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Gar nicht so geguckt, so ein bisschen nach 8 haben wir angefangen. Ich brauche ein Ziel. Jojo. Du ziehst alles hier, ja, ne? Ich pull die alle raus, ne? Also ihr könnt in der Küche stehen bleiben. Ich bin außer Reichweite. Kann halt nichts machen, das aber ist so dumm. Aber in der Küche kenne ich mich doch gar nicht aus. Hier, ich habe was gekocht. Oh, jetzt könnt ihr so einen Frauengehörn in die Küche Spruch bringen, ne? Aber ich kneife mir das jetzt mal an der Stelle. Oh shit, Life Cocoon, ja, gib mir was. Ah, du hattest schon Life Cocoon. Weiß lauf, dann mal lauf, rein, lauf. Holen. Shit. Das war knapp. Alles im Griff. Was, ob ich auch einen Level 75er Char hab? Ich meine nicht.
Ach, du hast Boss gleich mitgepult. Ja, So. du, machen wir hier Kindergarten oder machen wir hier richtig? Hier, wenn dann schon die ganze Palette. So, jetzt Ja, müssen ich sehe schon. Ganze Palette. wir. Achso, der Boss ist noch gar nicht tot. Ich dachte, ihr macht Damage. Boah. Oh. Uiuiui. Der resettet nicht, oder? Wenn du ihn immer Nee, weiter ziehst. ich hoffe nicht, ne. Also, was haben wir jetzt? Jetzt hab ich den Heiler beleidigt, Frauen beleidigt und die DDs beleidigt. Wunderbar, jetzt haben wir fast alle. Perfekt. Einmal jeden offended, der hier ist. Natürlich alles nur humorvoll gemeint, ne? Außer Nati, du darfst in der Küche bleiben. Ja, what the fuck, da kenne ich mich doch nicht mal aus. Das weißt du ganz genau. Kannst du gar nichts kochen? Auch Pizza. Das ist schon mal was. Stimmt, meinen eigenen Char habe ich als Dick beleidigt, aber das ist in Ordnung, ne? Den habe ich mir ja selber erstellt. Da stehe ich drüber. Und außerdem, der Holst du einen Drussbär macht heraus, ja, es. ne? Ich weiß nicht, ob der resettet. Nee, kommt mal lieber rein. Bei dem Na, ist warte, ich es. esse gerade. Oh, gut, dass ich schon Was gepult schadet, habe. sonst hast du auch schon 5000 Mal beleidigt. Gut, aber dem gehört's auch nicht anders, ne? Also, hast du den mal angeschaut, den Typen? Ach. Ja, wenn der mir mal seinen Mount abdrücken würde, ne, dann wäre mein Best Buddy, aber so nicht. So nicht. Hat man dieses Regenbogen-Toy? Nee, das war nicht das, was eine halbe Mille gekostet hat, ne? Da gab es ein Nee, nee, anderes. das Wie, gibt's im Teufelswald. Jan, wie heißt das andere Regenbogen-Toy, wo diese Ding hinter. Das ist doch von diesem komischen Dingshändler. Ist es Verrückten das hier? Händler, ja. Das hier ist es, ne? Ja, genau. Das habt ihr bestimmt nicht, oder? Nee, nee. So sieht man es jetzt schlecht. Ich kein Geld für, also gebe ich nicht so viel Gold für so Mist aus. Warte mal, willst du jetzt quasi unter der Blume sagen, dass ich ein Vollidiot bin, weil ich dafür so viel Gold ausgegeben habe? Ja, nee, nur. Ich sag's auch über der Blume. Okay. Du lässt Aber keine weißt du, Chance ich aus, würde mich zu das dissen, Gold ne, Nati? für andere Sachen Ja. investieren. Okay. Hey, aber Markus, mach dir nichts draus. Ich habe eine Polaroid-Kamera geschenkt gekriegt. Ich glaube, ich bin im echten Leben ein Vollidiot. Nee, du musst die Quest hier abgeben, oder hast du? Ich hab die abgegeben. Warum bist du ein Vollidiot mit einer Geschenkt Polaroid-Kamera? bekommen. Einfach so eine Tür. Polaroid für eine. Also, du weißt, was eine Polaroid-Kamera ist, oder Markus? Ja, ich weiß, was Und eine der Polaroid. Film dafür kostet alleine für 10 Bilder 30 Euro. Wahrscheinlich mehr als die Kamera. Kamera hat 50 gekostet. Okay, aber es ist nah dran. Ja, das ist ziemlich teuer mittlerweile. Weil es hat ja auch so keiner mehr eine Polaroid-Kamera. Meistens so auf so Events oder so hast du das so auf einer Hochzeit mal, dass du es direkt zu Bilder machen kannst. Ja, ich habe es mir jetzt gekauft, um meine letzten 2 Jahre in Deutschland aufzunehmen, quasi. Hast du dich jetzt schon entschieden, dass du ins Ausland gehst? Ja. Wo geht's Okay. hin? Nach Korea. Südkorea? Nee, Ja. Nordkorea geht's denn. Geht zum Studieren dahin. Also. Aber Nordkorea würde ja auch passen, ne? Die essen bestimmt genauso viel wie du. Also von dem her. So, Nati geht es, politisch unkorrekt sein. Perfekt. Jetzt Das! jetzt haben wir Filter alles. abgearbeitet. Jetzt haben wir wirklich alles abgearbeitet. So. Jetzt kannst du ruhig schlafen gehen. Richtig, Und jetzt kann nebenbei ich noch ruhig. gelevelt. Und Perfekt. nebenbei noch gelevelt. Alles erreicht, was du erreichen kannst. Jeder hasst einen, aber mein Char ist oben. Perfekt, so muss das sein. Ja, gut, irgendwie ist Mondfeuer jetzt mein bester Freund. Einfach überall Mondfeuer drauf. Macht zwar keinen Schaden und Aggro, aber ja. Ach, dieses blöde Betäuben, ne? So ein Roar wäre auch nicht schlecht. Aber zumindest habe ich Sprint schon mal, das ist was. Hey Markus, wie macht der Bär? Ah. Please. Ein bisschen lauter noch, aber ich wollte jetzt nicht so laut machen.
Scheiße. Jetzt ist alles für den Tag abgehakt. Ja, jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich alles durch. Wie macht der? Und sollte das noch irgendwie weitergehen oder war das jetzt alles nicht die. Nein, ich meine wirklich, ich habe keine Ahnung, was für Geräusche ein Bär macht. Ja, der knurrt halt irgendwie komisch, keine Ahnung. Oh. Kannst ja auf mal so eine Naturdoku-Seite gehen und dir das mal genauer anhören. Aber ich glaub so in die Richtung. So ein wildes Brüllen oder so. Macht dein Bär auf Leertaste irgendwas? Er springt halt. Ach so, ja. Nee, aber irgendwie. Also. Nee, der hat also nichts wie ein Mount so ein Emote. Ja, stimmt. Sie sollen einfach Siri fragen, ja. Das wäre was. Warte mal, musste man hier. Nee, als Hortler musste man hier die Quest abgeben, ne? Ist Ali nicht? Nee, überall. Echt überall? Bei beiden, ja. Na komm, mach hin, ne. Der Rudelführer. Weil ich vergesse es jedes Mal hier die Quest abzugeben. Ich dachte, soll jetzt so ein Witz sein, weißt du, wie macht der Bär und dann kommt noch irgendwas. Okay, also es war eine ernst gemeinte Frage. Ja. Gut. Hey, weißt du was? Ja, was denn? Im koreanischen Alter bist du noch älter, als du sonst schon bist. Fühlst du dich jetzt gut? Ja, ich fühle mich da relativ gut mit. Ich bin 26, also von dem her geht noch. In den meisten asiatischen Ländern wärst du jetzt 28. Ich raff's immer noch nicht, warum. Meinst du, hast du das richtig verstanden? Also, ich hab's irgendwie so verstanden, dass wenn du geboren bist, bist du schon ein Jahr alt. Aber irgendwie dann, den Fötus zu ehren, bist du halt bei deiner Geburt. Ja, aber dann wäre ich doch jetzt 27 und nicht 28, oder? Ja, nee, aber und dann ist es irgendwie so, du hast irgendwie. Hey, dann warte, du bist warte, an Neujahr ein Jahr älter oder so. Keine Ahnung. Das hat mich voll verdammt. Ich weiß nur, dass ich quasi kurz nach meiner Geburt 2 Jahre alt geworden bin im koreanischen Alter und war nur so, hä? Okay. Höre ich das erste Mal, kann natürlich so sein, aber hört sich irgendwie komisch an. Ist das was Offizielles oder ist das halt einfach nur so ein altes Brauchtum? Also was ist in das? Korea ist es offiziell. Duck Wolf, ja, ich grüß dich. Das ist irgendwie das einzige Land, wo noch so nach einem komischen Mondkalender. Ist das in Nord- oder in Südkorea so? Südkorea. Ich bleibe einfach in der Pistole stehen. China so war. Aber irgendwie, jetzt haben die auch dieses normale Alter. Also höre ich das erste Mal von. Nämlich habe mich immer gewundert, warum die Leute so sagen, ja, ich bin 21 Jahre alt, aber. Nee, ich bin 22, aber im nationalen Alter. Nee, nicht nationalen. Im weltweiten Alter 20. Also das hat mich immer voll irritiert, deswegen habe ich das gegoogelt. Okay, jetzt sind wir schlauer. Gut, für die Episode soll es das aber gewesen sein. Ich wollte Nattis Ausführungen nicht unterbrechen. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.